das Ende des Pfälzer Höhenweges und der Anfang des Feldenswanderweges, die Burgruinen in Wolfstein. Von hier aus führt der Feldenswanderweg durch wunderschöne Landschaften, bietet ein intensives Naturerlebnis, Ruhe und Stille. 34,9 Kilometer ist der Feldenswanderweg lang. Für ambitionierte Wanderer in einem Tag machbar, der Genießer gönnt sich eine Übernachtung. Dieser Prädikatswanderweg im Landkreis Kusel hat viele naturnahe Wege, bietet grandiose Aussichten auf das Pfälzer Bergland und er führt durch zwei Naturschutzgebiete. Ja, das stimmt. Auf geht's, weiter. Endlich! Der Mittagsfels, eines der Naturschutzgebiete. Der Aufstieg hinauf auf das Massiv aus Vulkanitgestein zählt zu den schönsten Abschnitten des Feldenswanderweges. Viele gefährdete Pflanzen und Tierarten haben hier ihren Lebensraum und die Wanderer etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt. Und eine kleine Pause ist hier Pflicht. War schon ganz schön weit bis jetzt, gell? Ja, aber jetzt haben wir hier noch ein Stück schon. Das ist der Hammer, was doch wie geil die Aussicht ist. Man wird hier belohnt, ne? Ja. Voll. Das ist was für eine coole Fülle. Ruhe und Stille, Erholung für Körper, Geist und Seele. Der Feldenswanderweg bietet beste Möglichkeiten zum Abschalten. Der Kontakt mit der Natur ist hier besonders intensiv. Kleinere Waldabschnitte sind auf dem Höhenweg eher selten und gerade deshalb eine willkommene Abwechslung. Das Naturschutzgebiet Wartekopf. Das Außergewöhnliche hier, der Trockenrasen, die Nasswiesen, naturnahes Gebüsch. Jetzt ist das Ziel schon ganz nah, die Burg Lichtenberg bei Tallichtenberg. Und dieses attraktive Ziel lässt die Schritte auch nach 34 Kilometern noch schneller werden. Vom Adelsgeschlecht der Feldenser um 1220 erbaut, 425 Meter lang, eine der größten Burgen Deutschlands, eingenommen wurde sie nie, es sei denn von den Wanderern des Feldenswanderweges. Thank you.